schon witzig aus irgendwie. Aber ist alles so verrostet. Ich finde auch seinen Vorgang interessant. Persönlich, ich hätte wahrscheinlich alles erstmal auseinandergenommen. Natürlich ordentlich notiert, ein Buch geführt, wo was ist. Nach dem Auseinanderbau hätte ich mich halt um alle Teile gekümmert und am Schluss alles wieder zusammengesetzt. In Japan rosten die Autos nicht. Krass. Florida auch nicht. Ist Florida nicht auch sehr feucht? Ist da nur trocken? Okay. Stell ich mir Florida ganz anders vor. Ja, eine Schraube wäre bei mir immer übrig. Blattfedern und Achsen. Blattfedern. Ah, okay. Danke fürs Erklären. Okay. Lass mal eine Umfrage machen, liebste Mods. Würdet ihr ihm euer Auto anvertrauen? Ja oder nein? Tropisches Klima. Okay. Tropisches Klima. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ich habe nur im Kopf, dass da doch auch irgendwie viele Alligatoren. Ist das Florida? Ist das so? Warum rosten denn da die Autos nicht? Stimmt halt, ne? Das ist auch, glaube ich, nicht gerade so günstig. Hm. Die Ersatzteile dafür? Wie viel Kugellager hat er jetzt schon verwendet? Ihr habt gesagt, Kugellager sind teuer. Mhm. Ich bin da was auf der Spur. Echt, die sind kaputt gegangen, Christian. Die können kaputt gehen. Einen alten Traktor. Krass. Alles voller Öl. Warum ist denn da so viel Öl drin? Ist es überhaupt Öl? Der macht ja seine ganzen Handschuhe schmutzig. Die armen Handschuhe. Warum hat er überhaupt eine weiße Hose an? Der weiß schon, wie gefährlich das ist. Umfrage läuft, by the way. Danke, Mods. Salzgehalt in der Luft sein, wie in der Nordsee. Okay, Nero, ja, kann ich ja nicht wissen. Ich hab mich bloß gerade gewundert. Der hat das Bolzen abgerissen. Ist das, geht das einfach? Mit Flutschen. Aber was genau? Was ist denn da für ein Öl drin? Weil das sieht auf jeden Fall schon sehr angedickt aus. Boah, jetzt habe ich Lust auf Pfannkuchen gerade. Ich weiß, es kommt gerade so richtig random. Ich glaube, ich mache mir nach dem Stream Pfannkuchen. Boah, habe ich Bock auf Pfannkuchen. Bei meiner Restauration 4 Schrauben abgerissen. Ist es schlimm? Gibt es sie einfach wieder zu besorgen? Oder musstest du dann erstmal bestellen und warten und warten? Mutti wäscht die Hose schon wieder. Kochstream. Gut, dass du es ansprichst. An die, die vielleicht nicht so auf Discord unterwegs sind. Wir haben diese Woche ein paar Änderungen im Streamplan. Wir streamen 6 Tage die Woche und wenn ihr da was nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall Discord in den, wie heißt der Channel? Chrissy aktuell, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, Chrissy aktuell. Ja, nee, Chrissy News. Da bekommt ihr immer mit, wie und wann und alles. Chrissy News, genau. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass ihr